So, hier kommen auf einmal eine ganze Menge Spiele an. Noch ein Außenseiter kommt nach Elsweier. Als ob dir nicht schon genug Ärger. Warum unterbreche ich das jetzt? Kleine... Das ärgert mich sehr stark, dass ich selbst ein Khajiit gerade bin. Weil es Sinn macht, wenn man in Elsweier ist, ist man Khajiit. Punkt. Theoretisch. Man kann auch als Fremder kommen. Die Dialoge sind aber leider nicht so geschnitten, dass das dann zur Rasse passt. Das ärgert mich. Das ärgert mich, vor allem, wenn die mich als Außenseiter bezeichnen. Warum kann man den Dialog, zumindest den ersten, nicht so umschreiben, dass man dann sagt, da kommt Stammesbruder, was auch immer. Das ist doch nicht so schwer. Das, Naja. Noch ein Außenseiter kommt nach Elsweier. Als ob wir nicht schon genug Ärger mit Abnurtaren und den Drachen hätten. Ja, achtet nicht auf mich. Wenn Drachen in meiner Heimat wüten, schlägt mir das auf die Laune. Wer seid ihr? Ich bin Kamira. Ich unterstütze den Sprecher der Mähne und diene als seine Agentin. Da sowohl die Usurpator-Königin als auch die Drachen das nördliche Elsweier verwüsten, gibt es eine Menge für mich zu tun. Zu viel befürchte ich, doch ich werde das durchstehen. Erzählt mir über die Drachen. Was kann ich euch erzählen, was ihr euch nicht selbst denken könnt? Dass diese furchterregenden Kreaturen aus den Legenden zurückgekehrt sind, um Elsweier zu bedrohen? So viel liegt ja auf der Hand. Verdammt! Das ist alles die Schuld von Abnurtaren. Mögen dunkle Monde ihn holen. Was meint ihr damit, dass alles Schuld von Abnurtaren ist? Dieser arrogante Kaiserliche. Für einen Berater von Kaisern und einen berühmten Kampfmagier legt er einen verstörenden Mangel an Vorsicht an den Tag. Es war Abnurtaren, der die Kolosshallen betrat und die Drachen freiließ. Er meint, dies habe nicht in seiner Absicht gestanden, aber... Ihr glaubt ihm nicht. Was zählt schon, was ich glaube? Drachen sind nach Elsweier gekommen und vernichten alles, was mir lieb und teuer ist. Es ist, wie die Mondsänger sagen... Der Weg ins Reich des Vergessens ist mit guten Absichten gepflastert. Und deshalb sei Abnurtaren verdammt, verdammt dafür, diesen Schrecken entfesselt zu haben. Die können wirklich gut mit dem Ehre rollen. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich bin Ich bin Abnurtaren, Kampfmagier und ehemaliger Berater des Kaisers und ich suche Verbündete, die sich mir im khajiitischen Heimatland anschließen und dessen Verteidigungsstreitkräfte dabei helfen, der Raserei der Drachen ein Ende zu setzen. Diese grauenhaften Gefahren fegt durch das nördliche Elsweier, durch die Provinz, die die Khajiit Anekina nennen. Ich habe entschieden, meine Dienste fürs Karasheri anzubieten, dem Sprecher der Mähne und ihrer Heimat in dieser Zeit großer Not zur Seite zu stehen. Alleine werde ich diesen Bedrohungen nicht fertig. Wenn ihr mit Schwert gegen Zauber umgehen könnt, Schwert oder Zauber, und euch gegen den ultimativen Feind beweisen möchtet, findet ihr mich in Stromfeste in der Karzap-Halle. Und nein, das ist kein Scherz. Die Drachen sind zurückgekehrt. Heilige Scheiße. Das lese ich aber normal vor. Vor allem, weil ich das jetzt auch noch von Kamira... Also ich müsste es in Dialekt sprechen, aber das dauert einfach zu lange. Puh. Soll ich das vorlesen? Ja, ich lese das vor. An Fürst Garashri, Sprecher der Mähne, von Kamira, Agentin des Sprechers.
Wir wissen, dass die Usurpat-Königin Nekromanten und dunkle Zauberei für sich arbeiten lässt. Und das schon von Beginn ihrer Herrschaft an. In den letzten Monaten hat sich die Anzahl der sie unterstützenden Nekromanten jedoch dramatisch erhöht. Sie gehen alle auf eine Quelle zurück, den dunklen Magier und Euraxias Obernekromanten Zumuk Fum. Zumuk Fum, der selbsternannte Fürst der dunklen Künste, stammt Berichten zufolge aus den nördlichen Gefilden Frotzgars. Besonders ärgerlich ist, dass nur wenige Fakten über die frühen Jahre dieser Ork-Nekromanten herauszubekommen sind. Auch wenn es an Vermutung nicht mangelt. Wir wissen, dass die Wildnis Wrotzgar gnadenlos und das Leben in den Orkfesten oft rau, trostlos und brutal ist. Trotzdem ist bekannt, dass jene Orks, die dies nicht nur überleben, sondern in diesen Umständen aufgehen, einem guten Schwert gleichen, das geschmiedet, getrieben und geschärft wurde, bis die Klinge rasiermesser scharf ist. Der erste echte Hinweis auf seine Existenz vor Anakinas taucht in Geheimdienstberichten auf, die sich mit den Aktivitäten des Wurmkults während der Ebenenverschmelzung beschäftigen. Die Einzelheiten sind dünn, doch Zumuk Fum taucht als ranghohes Mitglied des Kultes auf und weist auf eine enge Verbindung zu Manimako, dem Anführer des Ordens des Schwarzen Wurms, hin. Wir wissen allerdings, dass er hier in Krempen kurz nach der Eisherbstputsch aktiv war, weshalb er bei den Aktivitäten des Kults während der Ebenenverschmelzung womöglich nicht direkt seine Finger im Spiel hatte. Entweder rekrutierte Euraxia Zumuk Fum ganz gezielt, oder der Ork kam auf sie zu, nachdem sie den Thron von Krempen okkupiert hatte. Zunächst hatte er eine kleine Gruppe Anhänger niedere Nekromanten, die den Grundstein seines persönlichen dunklen Kultes legten. Punkt. Die Verteidigungsstreitkräfte des nördlichen Elsweihes sahen sich dann und wann einem einsamen Zombie oder einen kleinen Gruppen Skeletten gegenüber. Größtenteils spielten die Nekromanten jedoch nicht mehr als eine Nebenrolle. In Euraxias Armee. Ich fürchte, genau das ändert sich gerade. Seit Ende der Ebenenverschmelzung und den offensichtlichen Auflösungserscheinungen des Wurmkults versammeln sich viele Nekromanten unter dem Banner des Usurpator-Königin, um von grausamen, doch charismatischen Zumuk Fum zu lernen. Das ist interessant. Wir haben gerade eine Zeitangabe gekriegt. Und zwar spielt das Ganze auf jeden Fall nach Elder Scrolls Online der Hauptquest. Und ich vermute mal, entweder zu Zeiten des Bürgerkriegs in Cyrodiil oder später. Sehr interessant. Die wenigen Zauberer, die wir gefangen genommen haben, zeigen eine fast schon manische Verehrung ihres orkischen Anführers, indem sie uns mit Geschichten über seine dunkle Macht und Drohung darüber, was er und Euraxia tun würden, sobald sich L2 vollständig unter ihrer Kontrolle befindet, beehren. Alter, was für ein Text, ey. Sie enthüllten nur wenige hilfreiche Einzelheiten, doch boten sie uns Hinweise darüber, was Zumuk Fum in seinen Verstecken und Untotenschmieden, übrigens deren Wortschöpfung, nicht meine, treibt. Falls man den Gerüchten Glauben schenken kann, haben Zumuk Fum und seine Akolyten vor neugierigen Augen geschützt Manufakturen aufgebaut, in denen sie Rituale vollziehen, Experimente durchführen und eine Armee aus untoten Soldaten ausheben können, um Euraxias Streitkräfte zu verstärken. Was an diesen bösen Orden entsteht, muss sich noch zeigen, doch wir haben Hinweise von Grabraub in den gesamten Regionen entdeckt, vor allem um die Aschnarbe herum und an anderen Massengräbern aus den schlimmsten Zeiten der Knarrhartengrippe. War das wirklich der Name hier? Ich glaube, das war mal anders. Sprecher, wir müssen einen Weg finden, mit Zumuk Fum und seinen Anhängern fertig zu werden, bevor sie Euraxia mit unbegrenztem Nachschub an Soldaten versorgen. Die Verteidigungsstreitkräfte können keine Armee zurückdrängen, die nie ermüdet und unaufhörlich aufgefüllt wird. Die besten Aussichten haben wir, wenn wir die untoten Schmieden ausfindig machen und zerstören, bevor sie ihre volle Kapazität erreicht haben. Und falls wir Zumuk Fum töten können, umso besser. Der Vorteil bei den Vorlesen ist,
Ich werde das nicht bei jedem Text machen, aber bei vielen. Der Vorteil ist, geschichtlich weiß ich jetzt mehr. Und ihr auch. Für die Leute, die nicht lesen wollen. Denn es gibt Leute, die schauen das wahrscheinlich auf dem Fernseher. Und da kann ich schlecht sagen, pausiert oder spult vor. Ich habe wenig Zeit zum Reden. Neues Buch entdeckt. Grüße, Wanderer. Habt ihr einen Augenblick Zeit für ein Gespräch? Wo würde uns das denn hinführen? Nach draußen, ne? Ein voller Marktplatz, eine Zufallsbegegnung. Unerwartet, unangekündigt. Und vielleicht genau das, was dieser braucht, um eine äußerst wunderliche Ermittlung erfolgreich abzuschließen. Miesig Donnerstiefel, zu euren Diensten. Der sieht aus wie ein Mafiosi. Seid gegrüßt, ihr hattet eine Ermittlung erwähnt? Eine Entführung, um genau zu sein. Kein Lösegeld oder sonstige Forderungen. Keine offensichtlichen Verdächtigen oder Tatmotive. Nur ein Vater mit gebrochenem Herzen und eine verschwundene junge Dame. Doch deshalb wurde Miesig angeheuert, ja? Er springt ein, wenn die Gerechtigkeit ansonsten versagt hat. Ihr wurdet also angeworben, um jemand aufzuspüren? Richtig. Dieser sucht nach Cynthia, Tochter von Ishu. Aber Misiks Nachfragen haben nur in Sackgassen geführt. Und da die Sicherheit der jungen Dame auf dem Spiel steht, gilt, je früher dieser Fall gelöst wird, desto besser. Mir ist gerade aufgefallen, soll ich jetzt diese sagen oder ich? Diese kann euch bei euren Ermittlungen helfen. Eine Zufallsbegegnung wird zu einer schicksalhaften Partnerschaft. Ein glücklicher Zufall für diesen, ja? Ihr solltet erst mit Ishu sprechen, um herauszufinden, ob er neue Erkenntnisse für uns hat. Sein Haus ist etwas südlich vom Marktplatz. Kaum zu verfehlen. Erzählt diese etwas über das Dasein als Ermittler. Miesig Donnerstiefel ist ein Khajiit der Tat. Er will nicht nur mit seinem Können angeben. Dieser will es auch unter Beweis stellen. Sobald wir ein paar mehr Spuren haben, um weiterzumachen, meint er natürlich. Ihre wirkt ziemlich selbstsicher. Warum braucht ihr überhaupt meine Unterstützung. Dieser muss gestehen, dass Miesig zwar selbstsicher ist, was seine Fähigkeiten als Ermittler anbelangt, aber er hat Schwierigkeiten mit den alarmierenden Situationen, auf die er bei seiner Arbeit oft trifft. Wenn ihn zum Beispiel große Leute mit sehr scharfen Dolchen bedrohen. Jemand bedroht euch? Den Monden sei Dank nicht bei dieser Ermittlung. Also noch nicht. Und da kommt euer Fachgebiet ins Spiel, ja? Eure Tapferkeit, die Schleue von diesem und ein paar gute Spuren. Mehr brauchen wir nicht, um dieses Rätsel zu lösen. Meinetwegen. Euer recht spannender Name macht mich auch neugierig. Das ist ein guter Name, nein? Miesig Donnerstiefel. Wenn Schurken die Stiefelschritte von diesem hören, erzittern sie vor Angst. Das klingt jetzt nicht zwingend nach der besten Eigenschaft für einen Ermittler. Oh, nun, vielleicht habt ihr recht. Das ist nicht sehr subtil, oder? Ich möchte mehr über unseren Klienten erfahren. Er ist ein bescheidener Khajiit von ebenso bescheidenem Wohlstand. Er scheint für sich zu bleiben. Keine Feinde, keine Schulden. Es gibt keinen Grund, warum er zum Ziel von irgendjemandem werden sollte. Doch vor wenigen Tagen wurde seine Tochter Cynthia mitten in der Nacht entführt. Und ihr hattet gesagt, es gäbe keine Lösegeldforderung? Sehr seltsam, oder? Wenn Miesig es nicht besser wüsste, würde er denken, dass es Einschüchterungstaktiken sind. Vielleicht ein Racheakt gegen Ishu. Doch wer würde sich an einem so freundlichen Khajiit rächen wollen? Und die Stadtwache war keine Hilfe? Sie hat Ishus Behauptung einfach abgetan und glaubt, die junge Dame sei nur ausgebüxt. Eine recht besorgniserregende Entscheidung, wenn dieser das so sagen darf. Nach allem, was Ishu diesem erzählt hat, ist Cynthia eine äußerst süße Jakajit. Keine, die ihrem Vater je Sorgen bereiten wollen würde. Gut, wir haben also den nächsten Fall, sagen wir es mal so.
auch. Das ist... merke ich, warum es keine Bank hier gibt. Nun, Kurator. Ich könnte aber... den quasi holen, aber es kostet zu viel. 5000. Dann ist es mir nicht wert. Seid ihr wegen Cynthia hier? Wurde sie gefunden? Ich arbeite mit Mietzig zusammen, um eure Tochter zu finden. Alle Einseiten, die ihr habt, könnten uns helfen. Ja, natürlich. Cynthia wurde mitten in der Nacht geholt. Dieser hat keine Lösegeldforderungen erhalten, doch er fürchtet das Schlimmste. Sie ist eine sehr schöne Jakajit, wisst ihr? Ishu glaubt, dass ihre Entführer sie vielleicht verkaufen wollen. Hat sie irgendwelche auffällige Kennzeichen? Cynthia hat langes, glänzendes Fell, das weich wie feinste Seide ist. Ihre Augen sind strahlend gelb wie Honigmonde. Ach, und sie trägt immer eine goldene Halskette. Und ihr habt niemanden in Verdacht? Oder vielleicht jemanden, der gesehen haben könnte, was geschehen ist? Keine Verdächtigen, nein. Doch vielleicht hat jemand etwas bemerkt? Es gibt da eine Waldelfin, die oft bis spät in die Nacht wach bleibt. Immerzu singt und tanzt sie. Wenn jemand etwas Ungewöhnliches in jener Nacht gesehen hat, als Cynthia geholt wurde, dann könnte sie es gewesen sein. Na schön, ich werde versuchen, mich mit der singenden Waldelfin zu unterhalten. Der Name der Waldelfin war Mel? Ja, das war es. Mel die Musikalische nennt sie sich. Man findet sie meist beim Nordende der Stadt bei den Sandgärten. Ishu wird für euren schnellen Erfolg beten. Das werden wir alle. Ich habe ein paar Fragen, wenn es euch recht ist. Um Cynthia, den Liebling von diesem, zu finden? Ishu wird alle Fragen beantworten, die ihr stellt. Erzählt mir mehr über diesen singenden Waldelfen. Mel kam vor ein paar Monaten nach Stromfeste. Sie verdient sich Gold mit den Almosen, wenn sie singt und tanzt. Sie hat Ishu mehr als einmal mit dem Schlag ihrer Trommel geweckt. Doch gelegentlich plaudern wir. Sie ist freundlich, aber auch etwas exzentrisch. Exzentrisch? Mel hat kein Haus im herkömmlichen Sinn. Sie schläft oft in den Ställen oder badet in den öffentlichen Brunnen. Doch wer ist Ishu, darüber zu urteilen? Wir haben alle unsere Eigenheiten. Erzähl mir mehr über Cynthia. Cynthia ist ein dickköpfiges Kind, ein bisschen verzogen. Das gibt dieser zu. Ishu verwöhnt sie einfach. Die Stadtwache, die versteht das nicht. Die Wachen sagen, vielleicht macht sie nur einen Spaziergang. Sie sagen, vielleicht hat sie sich verlaufen. Was für eine Torheit. Wie kann man nur so gefühllos sein? Keine Sorge, Mietzig und ich gebe nicht auf. Habt vielen, vielen Dank. Mögen helle Monde euch den Weg erleuchten. Ishu wird ein Festmahl für Cynthias Rückkehr vorbereiten, ja? Vielleicht etwas Fisch? Ah, ja, Fisch ist ihre Lieblingsspeise. Dieser kann schon ihr zufriedenes Schnurren hören. Ja, ist schon recht. Weniger Text bitte. Mehr Taten. Das ist ein cooles Bild. So, such nach Mel der Musikalischen. Die scheint ja dann auch da unten vielleicht zu sein. Bumm. Gefunden. Ah, was sagt man dazu? Ein Kunde! Meint ihr mich? Sanfte Grüße. Mel, die Musikalische. Zu euren Diensten. Seid ihr wegen eines Auftritts hier? Ich gehe eigentlich der Entführung von Ishus Tochter nach. Ishu? Der Khajiit mit den ganzen Katzen?
Der alte Greis ist süß wie ein mit Honig bestrichener Jagga, aber er spinnt ein wenig, wenn ihr mich fragt. Eine Schande, diese Sache mit seiner Tochter. Sowas sollte niemand durchmachen müssen. Wisst ihr etwas, bei der Ermittlung helfen könnte? Falls ihr Ärger wollt, ist Tajiri euer Mädchen. Ich habe sie in letzter Zeit mit allerlei unanständigen Leuten gesehen. Die haben alle verkniffene Augen, sage ich euch. Sie neigt in letzter Zeit dazu, viel Zeit hinter den Ställen zu verbringen, wenn ihr versteht. Dann gehe ich jetzt in dieses Zunichtstellen. Sehr gut. Und hey, wenn ihr nach etwas Unterhaltung bei der nächsten Abendveranstaltung sucht, dann solltet ihr euch bei mir melden. Ihr werdet es nicht bedauern. Erzähl mir mehr über Tajiri. Sie ist eine Spielerin mit vielen Freunden an vielen Orten. Und wisst ihr, wer bin ich, sie deswegen zu verurteilen? Geschäft ist schließlich Geschäft. Doch in letzter Zeit wird sie immer und immer verdächtiger. Eigentlich gilt das sogar für eine Menge Sachen in Stromfeste. Was für Sachen? Verdächtige Umtriebe. Leute, die ich noch nie gesehen habe, sind zu jeder Tages- und Nachtzeit in der Stadt unterwegs. Ich meine, ich bleibe vielleicht länger auf als die meisten Leute, aber ich bin Musikerin. Das gehört bei mir zum Geschäft. Und diese neuen Leute sind keine Barden. Da bin ich mir sicher. Gut. Und prompt sind wir gleich draußen. Oh, ich fürchte, in Krempen gibt es die nächste Bank. Naja. Die sind ja immer noch die Fame in den Drachen. Ich könnte auch nach Krempen gehen. Ne, jetzt noch nicht. Und dort dann doch die Sache machen. Ich glaube, das mache ich. Ich will, dass mein Charakter nicht wie ein Depp rumläuft. Muss ich gucken, ob das jetzt die letzte Folge war oder nicht. Wir speichern mal den Ort hier. Das ist der Stallmeister, ne? Ihr müsst wirklich. Ach so, kein Geld. Das würde ich auch bei der Bank kriegen. Gut, ich weiß, wo die Hauptstadt ist hier. Krempen. Also die Drachen werden eine feste Flugbahn haben. Die werden ja nicht durch die Gegend fliegen, glaube ich. Oder? Naja, gucken. Und wenn ihr es vorgesagt habt oder gespoilert habt, dann spoilert ich nicht mich, sondern wahrscheinlich die Leute, die das noch sehen wollen. Ah, so, neuer Ort. Krempen entdeckt. So, wo ist die Bank? Die ist hier in der Richtung. Habe ich schon gesagt. Das sind L2er-Wachen. Ist das der Eingang der Bank? Münze aus Katzenkuh, das klingt normal an der Bank. Sieht aber außerlich nicht wie eine Bank aus. Ah, Bankier, sehr schön. Die Bank von Krem. Bank von Krem? Ah, die Bank von Krem. Oh, Stärkungsmittel könnte ich eigentlich nutzen. Ich würde mal Währung nicht einlagern. Entnehmen. Nimm mal 1000. Ja, 1000 reicht. Für Reparaturen und so. So, dann speichern. Und dann würde ich mal gucken. Suche ich mal nach einem. Nach einer guten Rüstung, sag ich mal, für so einen Nekromanten, beziehungsweise für so einen auf Magie gestellten Gegner oder Spieler.